Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd. Was steht da jetzt? 104. Okay, jetzt bin ich auch gleich bei der Stadt. Was ist mit der Oma her? Aha, von der bekomme ich hier eine Beere. So, jetzt hole ich mir noch die beiden Beeren und dann kämpfe ich auch mal gerade noch gegen den Typ, der da steht. Ich denke mal, das ist ein Angler. Ja, die Angler stehen immer an Gewässern. Aber gut, kann ja auch sein, dass es gar kein Trainer ist. Das wäre ja auch möglich. Ah, okay. Er ist ein Trainer oder auch ein Angler. Hat drei Pokémon und kriegt ein Karpfer. Da wird mal wieder langweilig, dass da sogar nur Level 5, okay. Das wird langweilig, weil das Karpfer dann nur Platscher macht, mir nichts abzieht und ja. Und ich auch sowieso keine Erfahrungspunkte hier großartig bekommen, weil ein Karpfer dann nie viel Erfahrungspunkte gibt. Platscher, nichts geschieht. Naja. Okay, der Volltreffer, das Ganze erstmal ein bisschen verschnellert, sag ich mal. Ich hoffe mal, dass der jetzt nicht keine 3 Karpfer doch hat, weil das wäre wirklich ein super langweiliger Kampf. So, noch einmal Tackle und das Karpfer da ist Platz. So. Hoffentlich kommt jetzt nicht noch. Ah, oh, doch, noch ein Karpfer da. Na toll. Ne, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Noch ein Karpador, das wahrscheinlich nochmal nur Level 5 ist. Ne, okay, Level 6, da macht aber keinen Unterschied. Und es gibt auch nur noch mal wenig EP. Oh Mann. Den Kampf hier, den hätte man sich eigentlich auch können sparen. Nur gegen diese Karpador. Das ist nicht ganz so, so spannend. Noch doof zu kommentieren, ehrlich gesagt, weil da gar nichts passiert wirklich hier. Oh Mann. So, nichts geschieht. Ich weiß. So. Passiert immer noch nichts. Wunder, bei Platscher passiert dem einfach nichts. Toll, jetzt wo er nur noch einen Lebenspunkt hat, mache ich einen Volltreffer, das bringt ja nichts. 25 EP. Hier ist jetzt wahrscheinlich 7, ne, ich wollte wieder nichts Pokémon wechseln. Hier ist wahrscheinlich ein Karpador Level 7. Macht aber dann auch keinen Unterschied. Ja, ist wirklich auch Level 7. Oh Mann. Und ich komme so kämpfe nicht viele. Wenn wirklich gar nichts passiert, das nervt ja schon, wenn der Gegner die ganze Zeit nur Rutenschlag oder was weiß ich macht. Aber wenn wirklich gar nichts passiert und man zu Fuß nicht mal ordentlich Erfahrungspunkte bekommt, dann, naja, ist das wenig motivierend, so einen Kampf zu bestreiten. Aber fliehen kann ich nun mal nicht aus diesem Kampf. Es ist ja kein Kampf gegen ein neues Pokémon, sondern gegen so einen Trainer. So, das war's. Der Gegner ist K.O. 30 EP diesmal. Okay, insgesamt habe ich in diesem, gegen diesen Typ also jetzt irgendwas mit 70 EP bekommen. Also hat sich zumindest ein bisschen gelohnt. So. Wo komme ich hin, wenn ich hier lang gehe? Vielleicht gibt es da noch irgendwas Interessantes. Ja, gibt es. Sehr schön. Ich habe mir jetzt schon gedacht, das ist bestimmt nicht der richtige Weg. Ah, okay, da komme ich auf jeden Fall weiter. So, okay, jetzt bin ich in der Stadt, in die ich soll, wo ich auch hin will. Oh, das ist so, ist scheinbar eine große Stadt. Hier kann ich. Oh doch, da kann ich rein, cool. Was ist das? Das Riesenhaus hier. Devon Corporation. Die Angestellten von Devon Corporation leben in diesem Haus, okay. Aber nicht sonderlich interessant.
wird wahrscheinlich nachher von dem Aqua überfallen hier. Das ist ja immer so bei den Pokémon-Spielen. Team Rocket hat sich ja bei den alten Spielen immer die großen Gebäude geschnappt. Man musste die befreien und dann bei dem neuesten ist es ja Team Galaktik oder wie es heißt. Oh, das Haus des Zerschneiders. Ja, und hier ist es dann eben Team Aqua. Mal gucken, ob ich hier jetzt hier bekomme ich sehr gut meine erste VM hier. Zerschneider endlich. Zerschneider bringt mir im Kampf eigentlich nichts, weil Zerschneider nicht gerade gut ist. Aber eben den Rest des Spiels, und das mache ich jetzt auch gleich mal hier. Beutel. Wo sind wir hier? Okay. Zerschneider ein Pokémon beibringen. Okay, bei wem geht's? Es geht nur bei Zickzacks. Lernt er das auch gleich mal. Gut. Hier ist das Pokémon Center. Gehe ich da jetzt mal rein. Ganz wichtig, die Pokémon zu heilen. So, Pokémon sind geheilt. Ich bin froh, meine Pokémon auch. Uns geht weiter die Stadt erkunden. Im Grund, mit dem kann ich nichts machen. Hier das Haus kann ich nicht rein. Was ist das? Pokémon Trainerschule. Wir bringen also Pokémon bei. Gehen wir mal rein. Da ist auch nichts Interessantes, glaube ich. Der Tafel sind bla bla. Nö, will nicht. Ey, geht der weg? Okay, jetzt habe ich irgendwas bekommen hier. Keine Ahnung. Nimmt mir wahrscheinlich nichts. So, hier ist noch ein Haus. Das war, glaube ich, jetzt nicht so wichtig. Da steht zumindest mal kein Schild davor. Hier ist Pokécenter. Da ist noch irgendwie ein großes Haus. Was ist da drin? Nichts Besonderes eigentlich. Das war nicht so ausgesehen. Hier ist die Arena. Sehr gut. Was hier? Diamond Corporation. Ah, okay. Das wird dann wahrscheinlich von Team Aqua eingenommen. Ah, dann bekommen in der Diamond Corporation. Okay. Ah, da darf ich. Tut mir leid. Aber nur. Okay. Ich darf also nicht dahin. Bringt mir also nichts, wenn ich da reingehe. Was gibt's hier noch? Gibt's hier keinen Markt in dieser Stadt? Oder habe ich den nur übersehen? Hier geht's wahrscheinlich auch wieder raus. Jo, hier geht's wieder raus. Da will ich nicht hin. Bleibe ich erstmal in der Stadt. Oh, oh. So. Hi, wie geht's? Hörst du, mein Freund, würdest du gerne Champ werden? Ich bin kein Trainer. Ich nicht. Aber ich kann dir trotzdem einen nützlichen Rat geben. Also abgemacht, wir werden zusammen nach der Pokémon-Meisterschaft. Achso, Reben, okay. Als Trainer musst du die Orden der Arenen sammeln. Habe ich recht, aber die Arenen leider sind nicht gerade einfach zu besiegen. Und hier komme ich ins Spiel. Bla bla bla. Setz Gestein-Pokémon ein. Das ist ja super. Ich habe ja hier meine Wasser-Pokémon. Das ist gut. Das Doofe ist nur, dass meine anderen Pokémon hier nichts bringen. Weil Normalattacken sind nicht gut gegen Stein. So, okay. Das ist jetzt der erste Trainer hier in der Arena. Den Kampf gibt's aber erst im nächsten Video. Bis dahin, ciao.